Dieser Pilz soll der ultimative Gehirnbooster sein, der die mentale Leistungsfähigkeit verbessert und das Energielevel erhöht. Was Lion's Mane so besonders macht, was die Wissenschaft zur angeblichen Wirkung sagt und ob der Hype berechtigt ist, klären wir jetzt. Dazu nehme ich den Vitalpilz jetzt einen Monat und vergleiche dann die Daten meines Health-Trackers und die Ergebnisse von kognitiven Leistungstests, um herauszufinden, ob Lion's Mane einen echten Mehrwert hat. This is the Lion's Mane mushroom. Able to grow brain cells. Lion's Mane kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin und wird zurzeit immer beliebter. Besonders soll vor allem sein, dass er Stoffe enthält, die das Wachstum neuer Neuronen im Gehirn fördern. Wie das funktioniert, erkläre ich später. Auf Deutsch heißt der gute Igelstachelbart und noch ein besonders schöner Name für Lion's Mane ist Pompom. Die positiven Effekte, von denen man liest, erstrecken sich von einem höheren Energielevel, besseren Immunsystem, besserer Lernfähigkeit, besserer Verdauung, besserer Konzentration und mehr Kreativität bis hin zum Schutz vor Demenz und anderen Nervenkrankheiten. Also wie bei vielen Superfoods und Supplements eine Menge Versprechungen. Was davon durch Studien belegt wurde und was davon nur in Erfahrungsberichten zu finden ist, schauen wir uns auch noch an. Es gibt Lion's Mane als Kapseln, Pulver, Flüssigextrakt und man kann den Pilz natürlich auch frisch kaufen. Sowohl preislich als auch von den Konzentrationen gibt es hier aber große Unterschiede. Ich habe mich jetzt für einen Extrakt in Kapselform entschieden, das ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinke. Den frischen Pilz probiere ich aber natürlich auch noch. Ich nehme 2 Kapseln täglich, also 1300 Milligramm. Nach 3 Tagen merke ich bisher noch keine Wirkung, hätte mich aber auch gewundert, aber zum Glück auch keine Nebenwirkungen. Die sind bei Lion's Mane aber auch super selten und ungefährlich. Das einzig bekannte Problem, das auftreten kann, sind Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Krämpfe und Durchfall. Und allergisch gegen Pilze solltest du natürlich auch nicht sein. Inzwischen habe ich die Einnahme der Kapseln ganz gut in meinen Alltag integriert. Subjektiv merken tue ich aber noch nicht so viel. Das Einzige, das mir aufgefallen ist, ist, dass ich die letzten Nächte extrem intensiv und viel geträumt habe und mich, glaube ich, auch besser an die Träume erinnern konnte. Um zu überprüfen, ob sich ansonsten noch was getan hat, wiederhole ich jetzt nochmal die kognitiven Leistungstests, die ich vor dem Selbstexperiment schon mal gemacht habe. Aber reden wir zuerst mal darüber, wie die Wirkung eigentlich zustande kommen soll und was der aktuelle Forschungsstand ist. Begeisterte Erfahrungsberichte im Internet sind das eine. Aber wie sieht es auf Seiten der Wissenschaft aus? Neuronen, also die Nervenzellen in unserem Gehirn, wachsen und überleben dank Nervenwachstumsfaktoren. Das sind Proteine, die der Körper produziert, die an Rezeptoren binden und so entweder zum Tod oder Wachstum der Zellen führen. Bestimmte Stoffe im Lion's Mane Pilz sollen das Nervenwachstum stimulieren, indem der Körper angeregt wird, mehr Nervenwachstumsfaktoren herzustellen. Bisher wird vermutet, dass die enthaltenen Stoffklassen der Hericinone und Erinazine für diese Effekte verantwortlich sind. Erst Anfang diesen Jahres wurden neue Ergebnisse veröffentlicht. Dafür wurden verschiedene biologisch aktive Verbindungen im Lion's Mane Pilz isoliert und dann identifiziert, welche davon das Nervenwachstum fördern. Eine dieser Verbindungen und ihr Derivat haben gezeigt, dass sie eine stark neurotrophe Wirkung haben. Neuronen, die diesen Verbindungen ausgesetzt wurden, wuchsen deutlich mehr und deutlich längere Neurite und größere Nervenfortsätze als die Kontrollgruppe. Ziemlich beeindruckend, aber erstmal nur die Wirkung in der Petrischale. Im nächsten Schritt wurden im Tierversuch Mäuse mit diesen Verbindungen gefüttert, die tatsächlich eine verbesserte Gedächtnisleistung im Vergleich mit der Kontrollgruppe hatten. Das passt auch zu den Ergebnissen einer Untersuchung von 2017, bei denen Mäuse 2 Monate mit Lion's Mane gefüttert wurden und ihr Gedächtnis untersucht wurde. Auch hier hatten die Mäuse, die Lion's Mane gegessen haben, eine höhere Gedächtnisleistung. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass einige dieser Pilzverbindungen dazu beitragen könnten, dass Gehirnzellen länger leben. Eine koreanische Studie an Mäusen aus dem Jahr 2019 ergab, dass eine geringe Dosis von Lion's Mane Pilz die Abgabe eines Enzyms verringert, das Entzündungen verursacht und so oft zum Zelltod führt. Das führte zu einer entzündungshemmenden Wirkung und verhinderte das Absterben der Zellen. Schneller wachsende, resilientere Nervenzellen, die zu einer besseren Gehirnleistung führen, klingen ja erstmal super. Aber was passiert durch Lion's Mane tatsächlich in Menschen? In einer japanischen, randomisierten Doppelblindstudie von 2019 bekamen Menschen über 50 viermal täglich Pilzpulver für 12 Wochen. Diese Gruppe erzielte höhere Werte bei einem Gedächtnistest als die Placebo-Gruppe und bessere Ergebnisse als vor Einnahme des Pilzes. Für eine 2020 veröffentlichte, placebo-kontrollierte Doppelblindstudie wurden Patienten mit leichtem Alzheimer 49 Wochen mit Lion's Mane behandelt. Auch hier schnitt die Testgruppe verglichen mit der Placebo-Gruppe besser ab. Allgemein kann man zwar sagen, dass einige Studien mit vielversprechenden Ergebnissen gemacht wurden, aber dass wirklich noch viel Forschung nötig ist. Denn oft wurden wirklich nur sehr kleine Verbesserungen festgestellt und die Studien hatten eher kleine Testgruppen. Außerdem ist natürlich fraglich, ob positive Effekte bei jungen, gesunden Menschen überhaupt auftreten. Zurück zu meinem eigenen, höchst unwissenschaftlichen Selbstexperiment. Auch nach 3 Wochen habe ich noch keine krassen Veränderungen bemerkt. Ich glaube, dass ich mich immer noch besser an meine Träume erinnern kann als normalerweise, aber was meine Energie, Konzentration, Leistungsfähigkeit und Stimmung angeht, merke ich wirklich überhaupt keinen Unterschied.
Wenn überhaupt, bin ich zurzeit irgendwie ein bisschen träger als sonst. Ich wiederhole jetzt trotzdem nochmal die kognitiven Leistungstests und dann schauen wir uns an, wie der frische Pilz schmeckt. Für die extra Portion Nervenwachstum probiere ich jetzt endlich mal auch den frischen Pilz. Eigentlich ist es ja auch ein Speisepilz, den man auf verschiedene Weisen zubereiten kann. Ich habe mich jetzt entschieden, den einfach ein bisschen klein zu schneiden und in die Pfanne zu hauen. Verfeinert habe ich das dann mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und Knoblauch. Und ich muss sagen, es riecht schon mal sehr gut, sieht echt lecker aus und der Pilz ist auf jeden Fall sehr, sehr juicy. Mmh. Echt nice. Also juicy, auf jeden Fall sehr viel Umami-Flavor, sehr deftig und es geht fast so ein bisschen in die Richtung von Fleischersatz. Ich glaube, wenn der nicht so teuer wäre, würde ich mir den auch einfach so mal zum Essen kaufen. Die 30 Tage sind vorbei und ich habe die Ergebnisse meiner kognitiven Leistungstests und die Daten meines Health Trackers. Wenn dir das Video gefällt, wäre ich dir für einen Daumen nach oben und ein Abo sehr dankbar. So werden dir meine Videos häufiger angezeigt und du unterstützt meinen Kanal. Aber zu den Ergebnissen. Ich habe vor Beginn des Experiments und danach jede Woche einen Konzentrationstest, Logiktest, Sprachtest und einen Gedächtnistest gemacht. Wenn du dich später selbst testen willst, verlinke ich dir die Seite dafür unten in der Beschreibung. Ich bin mit sehr hohen Werten bei Konzentration und Logik gestartet, beim Sprachtest war ich sehr schlecht und beim Gedächtnistest ganz solide. Und so sieht meine Entwicklung bis heute aus. Wie du siehst, bin ich überall ein bisschen besser geworden, aber besonders beim Gedächtnistest habe ich mich merklich verbessert. Das könnte tatsächlich dem Lion's Mane zu verdanken sein. Aber du musst auch berücksichtigen, dass es einen ganz natürlichen Lerneffekt gibt. Auch in den Studien, bei denen sich die Lion's Mane-Gruppe in solchen Tests etwas stärker verbessert hat, hat sich auch die Placebo-Gruppe durch Lerneffekte leicht gesteigert. Ganz unabhängig von den Tests muss ich aber auch sagen, dass ich im Alltag und beim Arbeiten nicht das Gefühl hatte, dass sich meine Konzentration oder Gedächtnisleistung merklich verbessert hat. Ich denke nur, dass Lion's Mane tatsächlich mein Traumgedächtnis verbessert hat, weil ich mich gerade definitiv besser an Träume erinnere als noch vor dem Experiment. Mit einem Blick auf die Daten meines Aura Rings zeigt sich, dass meine Schlafqualität mehr oder weniger gleich geblieben ist. Nur die Schlafeffizienz hat sich minimal verbessert, genauso wie meine Herzfrequenzvariabilität. Was noch interessant sein könnte, ist, dass mein Ruhepuls im Schnitt leicht gesunken ist, aber insgesamt habe ich nicht den Eindruck, dass sich hier krasse Veränderungen gezeigt haben, die man auf Lion's Mane zurückführen kann. Bei meinem Ashwagandha-Selbstexperiment waren hier ja echt deutliche Veränderungen erkennbar. Obwohl ich echt gehofft habe, dass ich bei meinem Energielevel, meiner Konzentration und Kreativität so einen kleinen Boost bekomme, fand ich insgesamt nicht, dass Lion's Mane für mich wirklich nützlich war. Um zu schauen, ob nicht doch noch mehr passiert, wenn man den Pilz noch eine Weile länger einnimmt, nehme ich die Kapseln jetzt noch bis zur 12-Wochen-Marke weiter und update euch dann auf TikTok und Instagram. Also folgt mir auch gerne dort. In diesem Selbstexperiment habe ich Ashwagandha getestet, was echt super für mich funktioniert hat. Oder check mal dieses Video aus. Danke für deinen Support und bis zum nächsten Video.